Im Oktober 1157 kam es zu einer Fürstenversammlung in Besançon in Burgund. Das war ja neben Deutschland und Italien seit geraumer Zeit das dritte Königtum des Kaisers. Barbarossa war zudem in zweiter Ehe mit Beatrix, einer burgundischen Prinzessin, verheiratet. Auch vertreten waren zwei Abgesandte des Papstes, darunter der spätere Papst Alexander III. Offiziell hatten sie sich über die skandinavische Kirchenpolitik zu beschweren. Daraus wurde ein neuer Streit über das Verhältnis von Papst und Kaiser. Es ging vor allem um ein Übersetzungsproblem in Nachbehandlung von Sutri. Die Legaten legten einen Text vor, in dem das lateinische Wort Beneficium in Zusammenhang mit der Kaiserkrönung verwendet wurde. Das musste den Laien und Analphabeten ins Deutsche übersetzt werden. Es übersetzte der kaiserliche Kanzler Reinhard von Dassel, später Erzbischof von Köln, persönlich. Er provozierte allerdings einen Skandal, da er dieses Beneficium mit Lehen übersetzte. Der Papst ist demnach der Lehensherr des Kaisers, woraufhin die Versammlung geradezu explodierte. Nachdem sich die päpstlichen Gesandten empörten, machten sie das Ganze noch schlimmer. Von wem, rief einer in der Menge, gibt es das Kaisertum, wenn nicht vom Papst? Hätte Pfalzgraf Otto von Bayern ihn nicht geschützt, wäre er wohl erschlagen worden. Nur der Autorität des Kaisers gelang es, die Versammlung zu beruhigen. Die päpstlichen Gesandten wurden zur Abreise genötigt. Nun folgten gegenseitige Verleumdungen. Barbarossa ließ seine Sicht in vielen Rundschreiben verbreiten. Kaiser und Papst sollten demnach nebeneinander stehen. Zwei Schwerter soll Gott gegeben haben, eines dem Kaiser, das andere dem Papst. Das Gewicht wurde nun auf die Wahl und nicht auf die Kaiserkrönung gelegt. Der Papst musste antworten. Die Bischöfe sollten den Kaiser auf den rechten Weg zurückführen, doch sie standen auf der Seite des Kaisers, einen zu starken Papst fürchtend. Der Kaiser stellte nun die Krönung in Rom als zeremonielle Handlung dar, ohne dass ihr politische Bedeutung zukomme. Wenn das Kaisertum ein Lehen ist, dann ein göttliches und nicht ein päpstliches. Zugleich bringt er den Erzbischof von Mainz ins Spiel. Dieser krönt den Gewählten ja zum König. Und das wird jetzt auf eine Stufe gestellt mit der Kaiserkrönung. Der Papst rudert nun zurück. Beneficium sei als Wohltat und nicht als Lehen zu verstehen gewesen.